Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video, das von vielen schon sehnlichst erwartet wird. Von mir persönlich tatsächlich auch, weil ich das schon sehr, sehr lange machen wollte und Angst habe, dass das, was ich euch erklären will, in meinem Kopf schon gar nicht mehr vorhanden ist, weil es einfach etwas zu lange her ist. Okay, worum es eigentlich geht, ist das Forum zu Another Brick in the Wall. Herzlich willkommen auf dem Forum Another Brick in the Wall. Vielen Dank übrigens für den Ohrwurm, den ich jedes Mal habe, wenn ich auf diesem Forum bin und den ich dann den Rest des Tages nicht mehr loswerde. Ich habe in letzter Zeit so viel Pink Floyd in meinem Kopf, das ist nicht mehr normal. Bitte sag mir, dass es Pink Floyd war. War es Pink Floyd? Ich hoffe. Das hier passiert, wie eigentlich auch alle meine letzten Videos, ohne Skript und doppelten Boden. Ich werde also einfach schlichtweg drauf loslabern und hoffen, dass da irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. Ich gehe wie immer dezent unvorbereitet in diese ganze Sache rein. Was soll's, wird schon schief gehen. YOLO. Ich versuche, das Ganze hier so ein bisschen von oben nach unten durchzugehen. Holy fucking shit. So, was ihr hier seht, ist einer von drei verschiedenen, ich nenne es mal Styles des Forums. Es tut mir leid, wenn ich euch hier da so eine kleine Ecke wegnehme, aber ich kann das einfach nicht ohne Facecam. Weil es gibt auch Momente, wo ich, wie ihr hier seht, einfach Standbild habe und jede Menge labere und sehr viel gestikuliere. Und das möchte ich gerne mit im Video haben. Ich weiß nicht warum. Falls es euch nervt, mache ich das auch gerne nochmal ohne Facecam. Aber jetzt versuchen wir das Ganze mal auf jeden Fall so. Das ist, wie gesagt, einer der drei Styles, die man hier auswählen kann. Ich finde den Hintergrund ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Diese Stone Brick Wall Gedöns hatten man vorher nicht gehabt, glaube ich. Was ich hier ganz cool finde, ist, dass man die In-Play-Zeit sieht. Sprich, die Zeit, zu der quasi gespielt wird, ist tatsächlich, wie wir dann im Nachhinein herausgefunden haben, die Zeit, in der Harry gezeugt wird. Finde ich ziemlich cool. Um das nochmal kurz vorwegzunehmen, das Forum spielt zur Zeit des ersten Zaubererkriegs, aber nach Hogwarts. Sprich, es ist quasi ein Rumtreiber-Board, ein Marauders-Board, was sich aber eigentlich nicht rein um die Marauders dreht, sondern hauptsächlich so um den Orden und die Todesser und halt wirklich den ersten Zaubererkrieg. Der Aufbau des ersten Ordens und was diese erste große Schlacht so ausgemacht hat, was unfassbar genial ist auszuspielen, habe ich tatsächlich festgestellt. Aber womit ich euch vielleicht auch ein bisschen vorwarnen sollte, ist, dass es ein Board ist, was nicht unbedingt so hundertprozentig geeignet ist für Neulinge. Also für Leute wie mich, die zum Beispiel in diesem Foren-RPG noch niemals irgendwie drin waren und mit irgendwie dem Feier, wie ich jetzt die ersten Erfahrungen gemacht habe, da ist einfach alles viel einfacher. So, und hier wird mit Codes gearbeitet. Und das hat mich schon mega überfordert. Ich versuche euch da so eine kleine Art Tutorial zu geben und euch zu versuchen, die Codes ein bisschen näher zu bringen und euch kurz zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, dass das wirklich auch irgendwie noch in meinem Kopf vorhanden ist. Ansonsten hoffe ich sehr, dass einer aus dem Forum, der dieses Video sieht, und ich bin mir relativ sicher, dass das fast alle sehen werden, Grüße an dieser Stelle an euch, dass irgendeiner von denen dann unter dieses Video schreibt, was ich falsch erklärt habe. Im Zweifelsfall sprengt ihr einfach einen der Codes, das ist aber überhaupt kein Problem. Wir haben super nette und super fleißige Admins, die sich sehr, sehr schnell darum kümmern werden, dass das wieder in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Das ist bei mir zum Glück nicht notwendig gewesen, noch nicht, weil ich halt einen sehr, sehr fleißigen und sehr engagierten Forumspaten hatte, der mir das alles erklärt hat. Danke nochmal an dieser Stelle. In-Play-Zeit. Ich mache jetzt so ein paar Sprünge, das ist aber hoffentlich nicht schlimm. Spielt vom 1.10.79 bis 31.01.1980 wohlgemerkt, logischerweise. Was ein, wie ich jetzt gerade feststelle, relativ kurzer Zeitraum ist. Das sind ja nur 4 Monate. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass hier auch die Vollmondphasen aufgeschrieben sind, was zum Beispiel für Remus ziemlich cool ist. Dass man dann auch direkt sieht, zu welchen Daten der Vollmond wäre. Ich muss zugeben, ich habe mich hier noch gar nicht so viel umgeschaut, weil das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, war zum Beispiel in erster Linie meinen Steckbrief erstellen. Das hat mich schon jede Menge Zeit gekostet und jede Menge Nerven. Und dann natürlich solche Sachen wie, genau, Relations, das Diary, Dingsbums, beziehungsweise die Tagebücher sind jetzt, glaube ich, auch nochmal geändert worden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich meins einfach nie aktualisiert habe, wobei ich da mit Sicherheit nicht die Einzige war. Aber
Das ist jetzt einfach mehr oder weniger eine freiwillige Sache geworden. Mittlerweile unglaublich interessant für mich. Die In-Play-Szenen. Wenn ihr im Spiel seid und mehrere Szenen habt, seht ihr die hier oben. Und was für mich persönlich unfassbar genial ist, ist hier ein Du bist dran, wenn man dran ist. Ich habe das immer so schnell, dass ich den Überblick komplett verliere bei den Szenen. Und ich habe nur vier. Das ist wirklich schon ein Kunststück, da den Überblick zu verlieren, Leute. Aber ich schaffe das. Und jetzt steht hier praktischerweise auch immer, wer dran ist. Hier zum Beispiel bei beiden Lily Evans. Oh, Lily, du hast ein bisschen was zu tun. Gut, hier oben könnt ihr frei und vergeben einsehen. Sprich, ich gehe davon aus, dass ihr alle des Lesens mächtig seid, deswegen muss ich das jetzt nicht vorlesen. Schaut euch einfach ein bisschen um, stöbert ein bisschen. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung, beziehungsweise die Admins stehen euch dann zur Verfügung. Wo ist es? Hier, da. With a little help from my friends. Da gibt es zum Beispiel auch das Thema Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das unter das Thema Fragen. Dann können wir eure Fragen nämlich beantworten. Dann Important Informations und The Daily Prophet sind Dinge, die ihr gerne im Auge behalten könnt, auch wenn ihr nur Gast seid. Denn das ist definitiv auch was, was so ein bisschen den Umfang unseres Boards ausmacht. Important Informations, sprich Regeln, Storyline, Hintergrundwissen. Ziemlich wichtige Dinge, gerade weil es auch Hintergrundwissen bezüglich des Ordens, der Todesser und des Zaubereiministeriums gibt. Und Blutstatusliste und Reinblutverzeichnis. Sehr. Hallo Handy. Sehr interessant für solche, die. Hallo, möchtest du bitte. Oh, Internetprobleme. Da haben wir's. Hier sind alle Reinblutfamilien aufgelistet. Die unantastbaren 28, von denen ich vorher nicht mal was wusste. Also es gibt hier tatsächlich noch Infos zu lernen. Sind die 28 Zaubererfamilien, die reinblütig sind. Das klingt irgendwie seltsam, aber ne? So. Darunter nochmal die vorhandenen Reinblüter. Es können durchaus ein paar Ausnahmen gemacht werden. Wenn jetzt zum Beispiel ihr aus einem anderen Land irgendwie nach England gezogen seid oder wenn eure Familie um 50 Ecken vielleicht mit den Malfoys verwandt ist oder sowas. Reinblüter sind ja im Prinzip irgendwie alle miteinander verwandt. Da muss man sich jetzt nicht gezwungenermaßen an die Vorgaben halten, aber es wäre sinnvoll. Ich will jetzt keinem hier einen Freibrief geben, sich irgendwelche Reinblutfamilien auszudenken. Ganz im Gegenteil. Haltet euch am besten ein bisschen an das, was da vorhanden ist. Und auch wenn ihr eigene Charaktere machen möchtet, sprecht das am besten vorher mit den Admins ab. Ist das okay, wenn ich die Familie so und so mache und es eine Reinblutfamilie ist und oder nicht? Und The Daily Prophet bezieht sich auf In-Play-News. Zum Beispiel, wenn Voldemort mal wieder die halbe Stadt zum Einsturz bringt, steht das meistens im Tagespropheten drin. Also da findet sich alles, was so in-play an großen Ereignissen passiert. Schaue ich auch hin und wieder mal rein, weil alles kann man nun mal auch nicht im Auge behalten. Man kann sich nicht jedes Play durchlesen. Und da findet ihr aber auf jeden Fall die wichtigsten Ereignisse, die auch in euer Play mit einfließen dürfen, weil davon hat in der Regel eigentlich dann jeder gehört, beziehungsweise gelesen im Tagespropheten. Wanted, das ist eine Gesuche-Area, in der mittlerweile sogar ganze Gruppen gesucht werden. Also die Gesuche beziehen sich hauptsächlich auf Orden und Todesser in erster Linie, finden sich aber auch andere, wie zum Beispiel die Familie der Dursleys, die Lecanos. Dann haben wir noch Orden des Phönix, ist glaube ich ein nettes Beispiel. So, hier findet sich dann alles, alles, der gesamte Orden von oben bis unten einmal durchgerastert. Mit Namen und Avatar-Vorschlägen wohlgemerkt. Wenn ihr bessere Ideen für einen Avatar habt, schmeißt den gerne da rein. Ich habe jetzt auch mal entgegen der allländlichen, allweltlichen Meinung, dass Ben Barnes am besten zu Sirius Black passen würde, nun mal Luke Pascalino genommen. Pascalino, spricht man den so aus? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt hat Regulus sich halt Ben Barnes genommen. Prevett? Hießen die nicht Peverett oder so ähnlich? Ach, ist egal. Marlene McKinnon, die übrigens laut diverser Fanfictions eine Schulliebschaft mit Sirius hatte. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Jo, wie gesagt, das sind unsere Gesuche, es gibt noch sehr, sehr viele mehr und ihr könnt natürlich auch wieder eigene Charaktere mit einbringen. Dann natürlich Todesser, jede Menge Todesser. Wir haben einen Voldemort, wir haben einen dunklen Lord, was ich furchtbar genial finde. Will heißen, der Krieg nimmt langsam aber sicher Formen an.
Und hier halt 100.000 Todesser, die ihr noch euch raussuchen könnt. Was ich cool finde, ist einfach Hugh Jackman als Fenrir Greyback. Das finde ich so genial gewählt. Oder auch einfach Orlando Bloom als Lucius Malfoy. Ja, so, das sind unsere Gesuche. Ich hoffe, ich kann das beim Schneiden dann nochmal ein kleines bisschen kürzer fassen, weil ich labere schon wieder viel zu viel. Gut, und dann kommen wir darunter in die Bewerbungsarea. Hier könnt ihr nämlich zum Beispiel unter Unready dann eine Vorlage posten, die ich euch jetzt erst noch zeigen möchte, weil sonst ergibt das alles keinen Sinn. So, hier, siehe da, ist eine Vorlage. Das wird am Ende euer Steckbrief sein, wenn er denn dann fertig ist. Und das hier ist die Vorlage dafür. Es wäre ultra witzig gewesen, wenn ich dieses Video gemacht hätte, bevor ich diese Codes gesehen habe. Weil dann meine Reaktion einfach sowas von boah, gewesen wäre. Ne? Also, mich bufft sowas einfach nur. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und wenn man sich jetzt hier mal anschaut, ich versuche mal euch da, wie gesagt, so ein kleines bisschen Tutorial zu liefern. Das Ganze beginnt im Prinzip erst hier. Das alles hier oben ist einfach nur Datenmüll, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, das ist ja, Daten halt. Hier oben kommt ein Geth rein? Orden des Phönix. Da. Gehe ich jetzt sinnigerweise mal auf meinen eigenen. Habe ich ja im Feier auch so gemacht. So, richtig, da oben kommt nämlich ein Geth rein. Und das habe nicht ich gemacht. Das hat Judy für mich gemacht, eine der Admins. Eigentlich die Adminin, Adminin, da gibt es eine weibliche Form von Admin, keine Ahnung. Jedenfalls, sie hat das gemacht, auch dieses kleine süße Icon hier unten, weil ich wahrscheinlich den Code komplett gesprengt hätte und ich sowas auch gar nicht kann. Sie hat tatsächlich sämtliche Bilder, die in diesem Forum von mir bzw. meinem Charakter vorhanden sind, gehen auf ihre Münze. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Die sind wirklich ultra genial. Ich liebe sie einfach nur. Besonders das erste Set, das hat mir unfassbar gut gefallen. Das zweite sogar noch ein Ticken mehr. Von daher hat sie sich dann nochmal selbst übertroffen. Finde ich unfassbar genial. So, das kommt dann halt hier oben rein und dann kommen allgemeine Infos. Jede Menge Infos, sehr, sehr viele Infos, jede Menge Text. Gehen wir jetzt einmal ganz, ganz kurz, in Anführungszeichen, bei mir gibt es kein Kurz, das wisst ihr, mal durch. Eigentlich ist das gar nicht so schwer, wenn man es einmal verstanden hat. Das Problem ist dieses, wenn man es einmal verstanden hat. Ne? Das dauert ein Weilchen. So, geht ja hier oben los, bei diesem Center Div Dingsbums. Wer leiht deinem Charakter sein Gesicht? Da kommt dann logischerweise im besten Fall der Name der Avatar-Person hin. In meinem Fall Luke Pascalino. Wie auch immer. Ihr wisst, wen ich meine. So. Alter erklärt sich von selbst. Gesuch, ja, nein. Sprich, wenn ihr eins der Gesuche genommen habt, packt das einfach da rein. Wäre logisch, ne? Die Lucanos, genau. Die Lucanos haben noch gesucht. Beziehungsweise Cian Lucano hat den Rest seiner Familie gesucht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen von seiner Familie machen möchtest, gibst du da ein Gesuch, ja. Im besten Fall noch von wem? Muss da rein von wem? Falls ja, schreibt das vielleicht auch noch dazu. Kann nicht schaden. Mann, Handy regt dich ab, ey. Es geht. Facebook geht. Meine Fresse. Ja, ich komme ja gleich. Och, immer diese Stalker. Ich weiß, wovon ich rede. Vorname. Im besten Fall der Vorname eures Charakters. Der Nachname eures Charakters. Spitzname. Momentchen, jetzt muss ich hier kurz was erklären. Der Vorname kommt nicht hierhin, sondern da, wo die X'e stehen. Die X'e macht ihr weg und tragt den Vornamen ein. Tragt hier den Nachnamen ein. Tragt hier den Spitznamen ein. Geburtstag, Alter, Geburtsort und so weiter und so fort. Weiter geht's mit Mutter, Alter, Beruf, Beziehung zu deinem Charakter und so weiter. Da macht ihr den Text weg, ersetzt ihn durch euren. Genauso bei Vater, Geschwistern, sonstigen Verwandten etc. Bei Blutstatus schreibt ihr das entweder dahinter oder darunter. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Ich habe beide Versionen ausprobiert und habe mir einfach so ein bisschen angeguckt, wie die das in den anderen Steckbriefen gemacht haben. Ich habe eine Idee gerade. Ich gehe mir einfach auf einen von den Steckbriefen. Wie gesagt, wieder im besten Fall. Ich nehme einfach den von Judy. Ja, ich nehme einfach den von Judy. Das ist gut. Judy ist nämlich der Admin, die Adminin. Ihr wisst, was ich meine. Und die wird es schon richtig gemacht haben. Hoffe ich zumindest. Drunter geschrieben. So wie es aussieht.
Ist also vollkommen in Ordnung, wenn man es drunter schreibt. Ehemaliges Haus, Zauberstab, Beruf etc. Erklärt sich wie gesagt auch von selbst. Stärken, Schwächen, Vorlieben, Abneigungen, Ängste. Das, wofür ich übrigens am allerlängsten gebraucht habe, weil es furchtbar schwierig ist, über einen Charakter wie Sirius Black solche Dinge zu finden. Wovor hat der Typ Angst? Ich habe keine Ahnung, wovor der Angst hat, mein Gott. Ich habe dann einfach das Naheliegendste genommen. Jeder hat Angst vor seinem eigenen Tod, so zum Beispiel. Ne? Lebenslauf, logischerweise. Dann ein sehr interessanter Punkt, wie dürfen wir dich nennen? Ist so ein Spitznamen-Dingsbums. Hier in diesem Falle Judy. Ich habe da hingeschrieben Blackie, glaube ich, weil mich sowieso jeder Blackie nennt. Und dann der Geburtstag. Nicht der eures Charakters, sondern euer eigener. Ne? Merkt euch das. Denn das hier ist ein Forum ab 18. Hätte ich vielleicht auch am Anfang erwähnen sollen. Halleluja. Ich schmeiße jetzt einfach alle Infos immer so hintereinander weg und hoffe, dass ihr euch das Video länger anschaut als nur 5 Minuten. Es ist ein Forum ab 18. Bedeutet, es bringt auch nichts, wenn ihr einfach hinschreibt, ich bin 18. Und beim Geburtstag dann zum Beispiel hinschreibt, sollte nicht notwendig sein, weil ich bin ja 18. Bringt euch nichts, Leute. Wenn ihr wirklich 18 seid, schreibt ein Geburtsdatum hin. Wo ist dann das Problem? Schreibt wenigstens ein Geburtsjahr hin, um zu sagen, hier, da bin ich geboren, bin 18. Ne? So. Alles andere wird dann auch nicht angenommen. Nur mal so nebenbei erwähnt. Falls ihr zwei Charaktere habt, kommen die dann auch noch da rein. Und eine ganz wichtige und interessante Sache, darf der Charakter beim Verlassen des Boards weitergegeben werden? Ja, nein, vielleicht. Bei mir hat sich die Frage erübrigt, ich habe einen Buchcharakter, den darf ich nicht behalten, den darf ich nicht verwehren. Dementsprechend ja. Was ich eigentlich vorweg hätte sagen sollen, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen. Diese Vorlage schnappt ihr euch, kopiert sie einmal im kompletten, ne? Hier, Rechtsklick, kopieren, solltet ihr, glaube ich, schaffen. Denke ich mal, ich glaube an euch, ihr macht das. Und dann packt ihr das hier in Unready. Beziehungsweise erstmal in Unready. Hier haben wir zum Beispiel noch welche in Baustelle. Ich glaube, das ist genau Alice Longbottom. Dann geht ihr irgendwo hier unten um, nein, Thema erstellen. Da geht ihr dann auf Thema erstellen. Betreff ist im besten Falle euer Charaktername, damit man auch sieht, welcher Charakter sich denn jetzt hier gerade bewerben möchte. Packt den Code hier rein, füllt das so aus, wie ich euch das gerade erklärt habe. Und wenn ihr denn dann ready seid, packt ihr das von Unready in Ready rein. Erstellt hier ein Thema, packt hier den fertigen rein und dann kriegt ihr innerhalb von kürzester Zeit hoffentlich Antwort von den Admins. Was dann kommt, ist relativ kompliziert. Da kommt nämlich dann der Part, wo ich Hilfe brauchte. Wenn ihr tatsächlich zwei sogenannte WOBs, sprich Welcome on Boards, habt, seid ihr offiziell zugelassen. Euer Charakter ist nun im Board drin und das bedeutet, ihr könnt ins Play starten, sofern ihr denn wirklich euren Steckbrief dahin gepackt habt, wo er hingehört. Sprich ins Magical Me, wenn ihr jetzt zum Orden gehört, beziehungsweise ein Ordensmitglied gemacht habt, packt ihr das natürlich hier rein. Todesser kommen hier rein, Hexen, Zauberer, Muggel. So. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was euer Charakter ist. Dementsprechend packt ihr das dann in die entsprechenden Gruppierungen rein. Erstellt wie immer ein Thema und kopiert euren Steckbrief, so wie er fertig ist, da hinein. Am besten, wenn ihr denn technisch etwas versierter seid als ich, packt ihr in den oberen Teil des Codes noch ein GIF rein, das ihr erstellt habt. Falls nicht, ja, Pech gehabt. Ich weiß gar nicht, ob jeder jetzt so ein Ding hat oder ob Judy sich dann auch, wenn sie mal wieder in Bastellaune ist, gerne bereit erklärt, euch eins zu machen. Mit der Avatar-Person und dem nötigen Elan würde sie das bestimmt tun. Sie ist ganz lieb, sie macht das bestimmt. Dann müsst ihr noch Relations erstellen. Wenn ihr im Thema Relations drin seid, habt ihr hier unten die Vorlage. Es gibt für alles eine Vorlage. Finde ich sehr gut. Hat mir den Allerwertesten gerettet. Hier oben kommt nochmal ein kleines GIF rein. Ich habe da auch schon ewig nicht mehr reingeguckt. Da kommt nochmal ein kleines GIF rein. Und in das obere Feld am besten ein Text zu euch selbst. Sprich, hier haben wir wieder den Codesalat. Kurzer Text zum Charakter. Sprich, hier kommt der Text für euren Charakter rein. Am besten hier diesen kurzen Text dann weg und durch den Text eures Charakters ersetzen. Hier, da, zwischen diese beiden, sieht man das? Zwischen diese beiden Kästchen da. Zwischen diese beiden Häkchen. Da packt ihr den Text dazwischen. Genau das ist nämlich das Problem, was einige hatten. Zwischen die beiden Häkchen. Bei Mutter, bei Vater, bei Geschwister. Und bei Friends.
Das ist eine Überschrift, genau, das ist eine Überschrift. Hier kommt wieder beste Freunde, gute Freunde, einfach nur Freunde. Sucht euch aus, wo ihr wen hinsetzen wollt. Ihr könnt es auch erstmal so belassen, dass ihr nur euren Charaktertext eingebt. Upsa. Nur euren Charaktertext eingebt. Dann vielleicht ein kurzer Text zur Mutter, ein kurzer Text zum Vater und zu euren Geschwistern, weil das sind ja nun mal diejenigen, die ihr auch in eurem Steckbrief schon erwähnt habt. Ich persönlich habe es mir einfach gemacht, habe einfach den Großteil des Textes aus dem Steckbrief übernommen. Ja, ich bin faul, ich stehe dazu. Und dann könnt ihr das ja einfach erstmal so blank, wie es ist, belassen. Denn dann könnt ihr das hier reinstecken und dann werdet ihr hier drunter antworten bzw. Vorschläge bekommen. Wenn ihr sowieso die Charaktere, die alle hier drin sind, noch nicht kennt, werden die Leute wahrscheinlich auf euch zukommen und euch fragen, hey, hör mal, wo würdest du mich hinstecken? Ich bin der und der und bin so und so, stehe ich zu dir und wie auch immer. Dann kann man die so nach und nach eintragen. Ich habe übrigens Kekse bekommen. Weil ich gut bin. Dann die Relations haben wir auch. Das Diary ist, wie gesagt, mittlerweile freiwillig. Genau. Und ansonsten zur Organisation, das geht ein bisschen weiter ins Detail, was die Plays angeht. Wir haben eine Skype-Gruppe. Für alle, die Interesse haben, könnt ihr auch gerne eventuell anfragen, ob ihr in diese Skype-Gruppe rein könnt. Sie wächst und gedeiht, es werden immer mehr Leute. Mittlerweile sind es, lasst mich nicht lügen, 9 Teilnehmer. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 9, genau. Oh, wer zum Henker? Sebastian. Da ist jemand neu. Halleluja. Genau, 9 Menschen. Wir haben aber tatsächlich, glaube ich, mehr Charaktere. Logischerweise, weil einige mehrere Charaktere haben. Ich bin eine der wenigen, die nur einen Charakter hat und mit diesem einen Charakter auch schon dezent überfordert ist. Wie gesagt, ich verliere bei 4 Plays den Überblick. Es ist fürchterlich. Ich bin einfach unverbesserlich. Genau, hier unten geht es dann zu den Playorten. Im besten Fall werdet ihr auch noch dazu aufgefordert das Bauamt. Da müsstet ihr dann ein Häuschen einreichen, sprich einen Ort, an dem ihr wohnt. Eine kurze Beschreibung eures Häuschens. Genau, hier. Jeder Charakter lebt irgendwo. Ganz klar. Um eine Area zu bekommen, eröffnet bitte ein Thema mit folgendem Inhalt. Erstens natürlich der Wohnort und zweitens eine kurze Beschreibung eurer Wohnung oder eures Hauses. Ihr könnt wählen zwischen London, Godric's Hollow, Little Hangleton, Otteries and Catchpole oder anderen Wohnorten irgendwo in London. Ich habe noch kein Haus. Ich bin einfach Untermieter bei James Potter. Wie sollte es anders sein? Von mir aus können die mich auch als Haus hier halten, aber ich habe noch keine Wohnung eingereicht. Ich bin noch obdachlos. Ich tingle so ein bisschen hier und da so. Ja. Genau, beim Bauamt müsst ihr dann ein kleines Häuschen einfordern und dann wird das hier irgendwo bei Wohnorte zu finden sein. Falls ihr in Godric's Hollow wohnt, wird das dann hier zu finden sein. Falls ihr in London wohnt, hier. Und Little Hangleton, St. Audrey und so weiter. Findet sich alles dort. London selbst mit Winkelgasse, Nocturngasse und so weiter und so fort. Hier finden sich also alle Orte, die bespielt werden können. Hier unten noch mal einen interessanten Punkt mit Plotplays. Momentan laufender Plot ist der Weihnachtsplot, aufgeteilt in 2 verschiedene Orte, nämlich Godric's Hollow und Hogsmeade. Sprich, Godric's Hollow ist so die Weihnachtsfeier des Ordens und in Hogsmeade treffen sich gerade die Todesser, die unsere Weihnachtsfeier sprengen wollen. Sehr, sehr interessante Plots auf jeden Fall. Hat sich dadurch, dass so viele Spieler auf einmal dabei sind, nochmal in mehrere kleine Unterkategorien aufgeteilt, zumindest im Haus der Potters. Da gibt es dann nochmal Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und so weiter. Und ja, macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und hier gibt es dann noch so eine Kategorie mit Nebenplays. Da ist aber, glaube ich, bisher noch nichts eröffnet worden. Und was natürlich in keinem guten Forum fehlen darf, sind so kleine Spaßbereiche. Themenbereiche, die nicht direkt was mit den Plays zu tun haben, sondern einfach so ein bisschen just for the rules sind. Hier zum Beispiel der tropfende Kessel mit einem Thema, dessen Titel ich unfassbar gut finde, nämlich Okay, who wants to see me take off Snivelly's pants? Sehr genial. Ziemlich genial. Und das erste, was hier reingepostet wurde, war auch was von wegen. Also wirklich, Judy, der Titel. Ich persönlich muss anmerken, find den gut. Ich liebe diesen Titel.
Bin ich voll zufrieden mit. Was hier noch ziemlich interessant ist, was ich ganz gerne tue, ist stalken. Ihr könnt hier unten sehen, wer online ist. Lord Voldemort, by the way. Und hier nochmal sehen, wer gerade abwesend gemeldet ist und bis wann er abwesend gemeldet ist. Wenn ihr zum Beispiel auf ein Play wartet, beziehungsweise auf eine Antwort wartet, schaut vielleicht erstmal nach, ob derjenige sich nicht vielleicht abwesend gemeldet hat bis zu einem bestimmten Punkt. Hier könnt ihr auf vollständige Liste gehen, da könnt ihr ganz genau sehen, wer gerade wo ist. Hier haben wir zum Beispiel Hauptindex, Hauptindex, Hauptindex. Mann, seid ihr langweilig gerade. Och. Ja gut. Ist so ein kleiner Spleen von mir selbst. Ich kann euch nochmal die anderen Styles zeigen, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Lights in the Dark war der, den ich gerade eben. Boah, holy, das ist so hell. Ist ja fürchterlich. War der, den ich gerade aktiv hatte. Und ein bisschen geschockt war, weil ich den noch niemals aktiv hatte. Und es auf einmal so hell und so bunt und so pink war. Und welchen ich auch unfassbar genial finde, ist der Weihnachtsstyle. Den hatte ich tatsächlich sehr, sehr lange. Auch aktiv. Oh, hier hat sich wieder was verändert. Oh, das ist so schön. Oh, es ist so schön. Oh, ich mag es. Das ist der, an den ich mich sehr, sehr lange gewöhnt habe und bin jetzt aber wieder auf den dunkleren übergestiegen und bin dezent verzweifelt, weil ich mich erstmal wieder dran gewöhnen musste. Aber gut, das war's jetzt erstmal, bevor es wieder zu lang wird, weil mein Freund kommt auch gleich nach Hause. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Vor allem hoffe ich, dass es meinen Forumsmenschen gefallen hat. Und dass es vielleicht den Neueren eine winzig kleine Hilfe war, sich so ein bisschen im Forum zurechtzufinden. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass es so etwas gäbe, fand es aber auch in Ordnung, jetzt einen Paten zu haben. Ich bin jetzt euer Pate. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. So, Mädels, Jungens, Leute da draußen. Es ist mittlerweile, bitte nicht auf den Hintergrund achten, es ist mittlerweile gute 4 oder 5 Tage her, dass ich die Aufnahme zur Forumsvorstellung gemacht habe. Aber weil die Admins mich ja ärgern wollten, haben sie einfach in der Nacht von meiner fertiggestellten Aufnahme zum nächsten Tag, wo ich es eigentlich hochladen wollte, nochmal 2 Änderungen im Forum rausgehauen. Danke dafür. Will heißen, ich muss nochmal einen kurzen Zusatz machen. Und zwar gibt es einmal einen neuen Style, den ich euch nicht vorenthalten wollte, nämlich Magic Blue. Abgesehen davon, dass ich den ziemlich geil finde. Einfach weil er ist geil. Das reimt sich, yay! Und dann gibt es noch eine Änderung in den Relations. Will heißen, alles, was ich euch vorher erzählt habe mit diesem Codesalat, vergesst das wieder. War für mich genauso schwer. Macht euch nichts draus. Jetzt gibt es eine neue Regelung. Diese Relations, wie ihr sie hier findet, werden nicht länger geführt. Will heißen, jeder, der seine Relations so halbwegs komplett hat, hier ist auch schon der komplette Orden des Phönix weg, sehe ich gerade. Hier ist nur noch diese Katharina, wer auch immer drin. Wer ist Katharina? Holy shit, ich krieg auch nichts mehr mit, ey. Egal, jedenfalls werden die nach und nach alle ins Archiv geschoben, denn neuerdings gehe ich mal auf mein Profil. Wo finde ich überhaupt mein Profil? Hier, da, ganz klein, irgendwo in der Ecke. So, hier findet sich jetzt mein Profil und hier unten finden sich Beziehungen, die ihr alle einzeln eintragen müsst. Will heißen, ihr müsst auf die Profile der entsprechenden Leute gehen. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal auf meinen Seelenbruder James Potter. Ich finde das Wort übrigens immer noch ziemlich cool. Deswegen habe ich das auch übernommen. Und dann findet ihr hier in dem Profil eine zur Beziehungskiste hinzufügen Kategorie. Da könnt ihr dann, also die ist normalerweise leer. Gibt es eigentlich irgendwen, den ich vielleicht noch nicht, ich glaube, wen habe ich denn noch nicht? Katharina habe ich noch nicht, Severus Snape habe ich glaube ich auch noch nicht, Narcissa ist eine Cousine, Dante Sanguine, den habe ich definitiv noch nicht. So, dann geht ihr zum Beispiel auf das Profil, findet hier das Ganze leer vor. Und das bei jedem einzelnen Charakter wohlgemerkt. Das ist am Anfang ziemlich kompliziert, beziehungsweise eine ziemliche Frickelarbeit, weil ihr euch bei jedem erstmal überlegen müsst, wie stehe ich zu dem eigentlich. Dante zum Beispiel kenne ich glaube ich überhaupt nicht. Dann könnt ihr hier zum Beispiel eintragen, verhasst, Feind oder falls es ein Familienmitglied ist, wie bei mir zum Beispiel Bellatrix, könnt ihr dann eintragen, Cousine, Schrägstrich, verhasst, habe ich zum Beispiel bei ihr hingeschrieben und sie bei mir, beruht also auf Gegenseitigkeit. Und wenn ihr das hier eingetragen habt, geht ihr noch hier auf Kategorie, da könnt ihr nämlich wählen, positiv, neutral oder negativ, je nachdem, wie ihr zu demjenigen eingestellt seid. Meine Negativkategorie ist ziemlich groß geworden gestern, weil ich meine gesamte Familie einmal abgeklappert habe, inklusive Creature, den es mittlerweile auch gibt, was ich ziemlich genial finde.
Wenn ihr das alles habt, geht ihr auf Daten absenden und dann landet ihr automatisch wieder auf eurem Profil, wo dann angezeigt wird, wo derjenige gelandet ist. Tatsächlich ist man, nee, positiv ist auch ziemlich groß. Unter anderem und dann der Rest meiner Familie, Cyan Lycano, der ist ein Fall für sich. So viel zu den Beziehungen. Relations. Genau, so viel dazu. Bedeutet jetzt halt nochmal einen kleinen Zusatz und der Kurzsalat fällt weg. Nicht beim Steckbrief, der ist immer noch derselbe geblieben. Hallo, möchtest du bitte weggehen? Dankeschön. Und ja, so viel dann noch zu den Zusätzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Da. Holy shit, was ist das? Okay, sorry. Wartet, ich hab noch. Oh, ich hab den hellen Style noch drin. Ich hab nie diesen Style drin gehabt. Nie. Ich wollte einfach mal austesten, wie es aussieht. So, welchen nehme ich denn jetzt? Ich nehme den da. Oh Gott. Yay, Outtakes. Gut. Holy shit. Okay. Ich hab. Moment, halt, stopp, ich habe mir doch Notizen gemacht. Irgendwo habe ich mir auch Notizen gemacht. Wo ist mein Block? Sekunde. Hier. Ich bin den ganzen Tag schon heißen Tee am Trinken, weil mir ist fürchterlich kalt. Ich habe eigentlich die Heizung auch schon auf 5, scheint aber nicht so viel zu bringen. Irgendwie, entweder wird es in meinem Zimmer nicht warm oder mir wird nicht warm, aber was soll's. Wahrscheinlich friere ich einfach nur, weil mir kalt ist. Ja, ich friere immer, wenn mir kalt ist. Das ist normal. Das ist halt so eine Eigenart von mir. Ich weiß auch nicht. Passiert schon mal. Oh Gott, ich sollte keine Videos aufnehmen, wenn ich Frühdienst hatte. Das ist keine gute Idee. Oh. Okay, fangen wir jetzt endlich mal an. Wie ging das jetzt noch gleich? Jetzt muss ich selber wieder überlegen hier. Ha, oh, Mann. So. Dann kommt Family. Mutter. Da macht ihr das Mutter weg, glaube ich. Und ersetzt es durch den Text. Bei Vater genauso. Bei Geschwister genauso. Bei. Ist gar nicht wahr. Ist gar nicht wahr. Ist Cut zurück falsch. Seht ihr? Deshalb brauchte ich einen Paten. Genau deshalb. So. Wo ist es jetzt? Hoch, wo ist denn euer komisches Bauamt hier? Organisation. Da muss das doch bestimmt irgendwo dabei sein.